Heute bei Undercover Boss. Ben Brahim, Deutschlandchef von Accor, Europas aktuell größter Hotelkette. Um im eigenen Unternehmen unerkannt zu bleiben, schreckt er auch vor radikalen Eingriffen nicht zurück. Ich war 20 Jahre nicht mehr beim Friseur. Ne? So ungewohnt wie die Frisur ist leider auch die Arbeit. Mein Rücken tut mir jetzt schon weh. Ja, hast du nicht gut gemacht. Wie sieht's aus, Tarek? Es könnte wohl besser sein. Können wir jetzt so halt nicht mehr als Lachssteak verkaufen? Natürlich ärgerlich ist es immer, wenn wir was wegschmeißen. Immer größer wird der Druck. Immer gute Laune haben, unglaublich, echt. 18 bis 20 Kilometer, schon knackig, was du läufst. Es droht sogar Lebensgefahr. Nicht mit Messer hier arbeiten. Sie verletzen die Leute, die mit denen sie arbeiten hier, wenn sie mit Messer hier so rumhantieren. Okay. Auch im Housekeeping bekommt er nur bedingt Beifall. Das ist natürlich absolutes No-Go. Es folgt eine emotionale Aussprache. Entschuldigung,